willkommen in Tag 4 der Deutschland-Tour. Wir werden jetzt erstmal was frühstücken und dann werden wir weiterhin in Hamburg heute bleiben. Mal schauen, was wir alles so machen, und wir wissen es selber noch nicht. Ich will auf jeden Fall noch zu einem Haus hingehen und da Fotos machen. Da müssen wir hin. Gut. Sie will zu Palmen, die da drüben will aus Palmen zu... Was? Palmen aus Plastik? Ja, jetzt habe ich es endlich. Oh mein. Keine Ahnung, wie das Lied heißt. Auf jeden Fall schauen wir mal, was denn der Tag noch so bringt. So Leute, wir waren jetzt bei dem zweiten Megas einfach. Und es gibt einfach keine fucking Steckdose, Mann. Das ist richtig mies. Wir haben jetzt gerade mit Julia am Laptop noch alles übertragen müssen, weil meine Speicherkarte und Takis seine sind einfach voll. Ich habe allein von gestern... Und dein Laptop ist leer. Ja, mein Laptop ist auch leer. Ich habe einfach von gestern allein schon 1500 Bilder so ungefähr. Und 70 Videos oder so. Meine Speicherkarte ist einfach am Ende gewesen. Und jetzt fahren wir nochmal in die Stadt und gehen dahin, wo ich mal noch hin wollte. Ja, ich vlog auch wieder Taki. Leute, ich habe ja gesagt, ich will ja unbedingt an einen Ort noch hin. Und zwar genau das da drüben. Das ist die Bude von Notruf Hafenkante, wo man öfters dreht. Ich war jetzt zwar doch schon mal, aber das ist einfach schon so lange wieder her, dass ich keine Erinnerung dann fast habe. Hi. Hi. Taki vlog. SMCA. Wo? Schon weg. Ach scheiße. Es ist schon cool, sowas zu sehen einfach. Sowas zu sehen. In echt einfach. Man kennt es ja eigentlich nur von der Serie her, aber von der Serie her ist es doch relativ langweilig, weil man ja das nicht so miterlebt. Aber jetzt laufen wir mal darüber und gucken das nochmal von vorne an. Ja, natürlich. Das ist genau hier, wo die hier immer parken. Da drüben wird immer das Fahrrad von dem eingeparkt. Und das ist eben die ganze Hafenpolizei hier, wo immer bei Notruf Hafenkante in den Videos reinkommt. Da sitzen sogar welche drin. Hey, Taki. Ja, ach, da sitzen wirklich welche drin gerade. Hey, da ganz hinten. Warte, lass mich auf der Kamera suchen. Da ist Mary Poppins. Das ist ein Gebäude, das heißt einfach Mary Poppins. Was? Da drüben ist ein Gebäude, das heißt Mary Poppins. Oh ja. Notruf Hafenkante. Hey, Schiff. Weißt du, meistens stellt er da drüben so einer von der Serie, den ist sein Fahrrad immer ab. Wurde schon öfters geschrottet. Ich meine das da. Das moderne Zeugs da. Das ist ein Hausboot. So, wir haben jetzt mal ein bisschen beim Polizeirevier gechillt und werden jetzt irgendwo, obwohl man mich gerade scheiße sieht, innerhalb die Stadt reinlaufen und mal schauen, was da so gibt und noch ein bisschen was bereden und auch unsere Meinung zu Hamburg sagen. Typischen Strandprobleme, wenn man hier barfuß läuft. Oh fuck, und hier sind überall Steine, Alter, das ist echt richtig mies. Und anscheinend haben wir gerade Apple. Hier ist eigentlich nass, aber was? Wow. Taki, der Steinfinder. Sieht voll geil aus. Fang! Taki. Freut sich über den Strand. Und normalerweise geht es eigentlich bis davor. Das sieht man. Das sieht schon geil aus. Hier ist das hin. Ja, ich mach mit. Da rutschst du nicht aus. Versuch mal, deinen Fuß zu rutschen, da kannst du Davor bohrt sich der Fuß einfach in den Sand rein. Lol. Das fühlt sich echt komisch an, wenn das so matschig ist. Das fühlt sich so komisch an. Thank you.
Toilette, wir fahren jetzt nochmal in die Stadt, weil wir müssen irgendwo was finden mit Strom. Und weil, einkaufen, wir haben kein Wasser mehr. Und einkaufen für Trinken und vielleicht noch Chips. Weil unsere Akkus einfach, die sind bald leer. Also es wird wahrscheinlich eine McDonald's wieder werden. So wie die meiste Zeit momentan eigentlich. Weil ich habe jetzt hier noch einen Strich Akku und der andere, gut, der ist noch fast voll. Aber wir fahren ja bald wieder weiter und das wird dann echt ein bisschen blöd von Akkulaufzeit her. Und weil wir erst ja 12.36 Uhr haben und der Tag noch ewig geht, brauchen wir auch wirklich noch viel Strom. Deswegen fahren wir jetzt in die Stadt, schauen wir mal, was da so geht. Man sieht sich. So Leute, da hinten ist jetzt der Rewe. Da werden wir jetzt erstmal was zum Trinken und keine Ahnung, Chips oder so einen Scheiß holen. Und ja, was machen wir da? Was machen wir danach? Keine Ahnung, oh meine Frisur. Das kommt selbst zu uns wieder, oh meine Frisur.